Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen hier zurück bei Maishish. Wir haben heute mal wieder einen neuen Tabak für euch auf meinem Kanal und es ist wirklich sogar ein neuer Tabak, frisch rausgekommen quasi. Und zwar geht es um den neuen X-Racher, die Sorte Butterfly. Ich nehme das Video hier gerade zum zweiten Mal auf. Ihr seht, ich habe auch schon geraucht. Bei der ersten Aufnahme hat es komischerweise, irgendwie hat mein Mikro zurzeit eine Macke, den Ton nicht aufgenommen. Deswegen Anlauf Nummer 2. Vorneweg, wenn das Aquariumwasser ein bisschen grün aussieht, das hat nichts damit zu tun, dass es nicht sauber ist oder so. Ich musste einfach ein paar Medikamente reingeben, weil meine Neonsammler ein bisschen Pilzbefall hatten und ich habe keinen... Fuck life. Und ich habe keinen Bock, dass sich das Ganze auf alle anderen Fische ausbreitet. Auf jeden Fall, X-Racher Butterfly passt zurzeit sehr gut, weil das ist das Tabak-Pendant quasi zum neuen Red Bull Winteredition Gletschereis Himbeere. Wie das Gletschereis jetzt in dem Tabak gelöst ist, mit einer Kühle oder mit einem Geschmack, das findet man in dem Video hier raus. Und zuerst kommen wir natürlich wie immer zu den Grunddaten vom Tabak. Und zwar kostet der wie immer bei X-Racher 16,90 Euro für gewohnte 200 Gramm. Und dann gehen wir gleich rüber in den Geruch. Also ihr habt hier vordergründig auf jeden Fall eine krasse Himbeernote, die so leicht säuerlich, aber auch schön saftig riecht. Dieses Säuerliche könnt ihr ungefähr mit der säuerlichen Note vom Geruch vom Pink Lemonade vergleichen. Die Himbeernote, die hier drin ist, wurde auch extra für diesen Tabak neu entwickelt. Deswegen könnt ihr auch diese Himbeernote hier drin nicht mit dem Pink Lemonade vergleichen im Geschmack, aber im Geruch finde ich sie ziemlich ähnlich. Und dann habt ihr im Unterton so einen Kältegeruch. Ne? Also es ist nicht, als wenn ihr mit Mentholtabak riecht, dass euch die Kälte so richtig in die Nase steigt, sondern es riecht halt einfach ja so ein bisschen Eisbonbon-mäßig, so, ja, so frisch halt. Ne? So eine frische Brise, so riecht das. Ja, Schnitt und Feuchtigkeit blende ich euch hier an der Stelle wieder als Bild ein. Da habt ihr gewohnte X-Racher-Qualität. Top-Qualität hat der Tabak, ja, wenige Ästchen bis gar keine und schön fein geschnitten, wie man das von X-Racher so gewohnt ist. Molasse absolut perfekt eingezogen. So, dann habe ich soweit alles zu dem Tabak erzählt. Ich blende euch jetzt hier an der Stelle wieder ein Bild vom Kopfbau ein. Heute wieder im Werk Bund Zeus auf ganz leichten Noppenkontakt. Ich habe den ein bisschen niedrig gebaut, sollte trotzdem ohne Probleme funktionieren. Ja, Lotus drauf. Drei Kohlen auf und eine auf, also zwei Kohlen im Lotus und eine auf Kipp. Und das Ganze rauchen wir heute in der Moos Breeze. Ich mache ja bei diesen Videos immer gerne den Vergleich zum zugehörigen Getränk. Das ist mir an der Stelle leider nicht möglich. Ich habe zwar ein Red Bull Gletschereis Himbeere da, aber von meiner Freundin wurde mir verboten, das für dieses Video zu benutzen, weil das unser letztes ist und wir kriegen hier aktuell keine mehr zu kaufen, weil die überall bei uns in der Region ausverkauft sind. Also von daher müssen wir leider auf den Getränkevergleich verzichten, aber da ich das ja schon mal getrunken habe, kann ich das, denke ich, auch ganz gut so bewerten. So, dann würde ich sagen, wir nehmen jetzt den ersten Zug vom neuen X-Racher Butterfly und gucken uns mal die Rauchentwicklung an. Ja, und da kann man wie immer nicht meckern. Die ist auf jeden Fall da. Das qualmt ordentlich. Von daher keine Mängel. Kommen wir doch zum Wichtigsten an dem Tabak und das ist der Geschmack. Und da muss ich wirklich sagen, der Tabak hat mich krass überrascht und absolut geflasht, wo ich den jetzt erstmal geraucht habe. Und das schaffen wirklich nur wenige Tabake. Warum hat der mich geflasht? Ich habe noch nie so eine authentische Himbeere geraucht. Die ist wirklich, also die ist absolut perfekt getroffen, absolut on point. Also ich will den Tabak wirklich nicht in den Himmel loben, aber eigentlich muss ich es schon machen, weil so eine krasse Himbeere. Absolut Respekt. Ja, also ihr habt wirklich im Mund so einen Geschmack, auch so eine, euer Mundraum fühlt sich so an, als wäre der Tabak richtig saftig, als würdet ihr wirklich eine richtig schön saftige Himbeere essen. Genau so schmeckt das. Und das ist, also sowas habe ich noch nie geraucht. Das ist absolut
perfekt. Und ich mag Himbeere eigentlich im Tabak alleine so nicht. Also von daher, wow. Absolut geflasht von dem Ding. Aber wie hat X-Racher nun diese Gletschereisnote in den Himbeertabak gebracht? Das ist ein bisschen schwieriger zu erklären. Also es ist auf jeden Fall keine Kühle. Also der Tabak hat absolut keine Kühle. Ja? Also es ist ein ganz normaler Tabak ohne Kühle, ohne Minze, ohne Menthol. Diese Gletschereisnote hat X-Racher wie folgt eingebracht. Ihr habt wie bei dem Red Bull so einen gewissen Eisbonbon-Geschmack mit dabei. Ja, ich denke, viele von euch können sich das vorstellen. Er ist auch absolut nicht penetrant oder stört, sondern er rundet diese Himbeere sehr schön im Unterton ab und gibt der nochmal so einen gewissen erfrischenden Geschmack mit. Und ich, ja, doch, mit erfrischendem Geschmack kann man das, denke ich, am besten beschreiben. Und ich glaube, da könnt ihr euch auch was drunter vorstellen. Also, ja, genauso wie ich es beschrieben habe eigentlich. Sprich, der Tabak ist für mich aktuell einer meiner absoluten Daily-Sorten. Ja, also den könnte ich mir wirklich jeden Tag reinziehen. Mega, mega lecker. Drückt nicht und kratzt nicht. Ja, für mich am besten läuft er tatsächlich auf sehr, sehr guten Noppenkontakt, fast Vollkontakt. Er läuft allerdings auch auf Abstand. Auf Noppenkontakt oder auf Vollkontakt kann er auf jeden Fall auch locker ab. Der Geschmack ist auch sehr intensiv, aber am besten läuft er für mich wirklich im ATH Traverten auf brutalsten Noppenkontakt. Im Zeus läuft er auch nicht ganz so gut wie im Traverten, aber es schmeckt trotzdem Bombe. Ja, es schmeckt trotzdem Bombe. Ja, also zum Fazit, ein extrem leckerer Tabak, der super, super, super authentisch nach Himbeere schmeckt, abgerundet von so einer gewissen erfrischenden Note, die allerdings absolut nicht kühl ist. Absolutes Daily, absoluter Daily-Tabak bei mir zurzeit. Und ja, komplett geflasht davon. Komplett geflasht. So beschreibe ich den Tabak, denke ich. Am allerbesten. Ja, und dann bleibt mir auf jeden Fall nichts weiter zu sagen, außer lasst mir gerne ein Like da, über ein Abo würde ich mich riesig freuen. Und bis dahin, macht's gut, bis zum nächsten Mal hier bei MySheesh.